Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Jetzt geht es mal darum, was du benötigst, um überhaupt ein Online-Business aufzubauen, um ein Business zu starten. Also damit meine ich jetzt nicht, was du für Produkte brauchst, digitale, physische Produkte oder ähnliches, sondern die technischen Voraussetzungen, um zum Beispiel eine Webseite zu gestalten oder einen Website-Funnel aufzubauen. Und ja, starten wir mal gleich. Und die Basis für dein eigenes Online-Business hier mal im Kostenüberblick. Also du brauchst definitiv eine Domain. Du siehst es hier schon, die kostet in etwa 0 bis 20 Euro im Jahr. Es gibt natürlich deutlich teurere Domains, aber ich gehe mal davon aus, dass du keine sehr bekannten Domains brauchst, sondern vielleicht dein Name etc. Warum steht hier 0? Ganz einfach, denn du brauchst ja auch einen Webhoster und den Webhoster, den ich jetzt hier empfehle, den ich natürlich auch selber nutze, der, wenn du dort, wenn du diesen nutzt, hast du 5 Inklusiv-Domains. Das heißt, die ersten 5 Domains würden dich gar kein Geld kosten, sondern nur der Hoster kostet dich dann im Monat 4,95 bis 7,95. Ich habe mehrere Hoster probiert und bin letztendlich bei AllInkle gelandet. Ist meiner Meinung nach auch der beste Deutsche. Ich hatte auch einen englischen vorher oder amerikanisches. Und ja, auch Strato hatte ich schon probiert. War ich alles nicht so mit zufrieden. Bei AllInkle bin ich jetzt, glaube ich, schon 5 Jahre und bin sehr zufrieden damit. Wichtig ist, es wird nicht allzu oft passieren, dass du den Hoster, außer wenn du deine Webseite erstellst, oder deine Domain, dann brauchst du ihn, danach wirst du ihn nicht oft brauchen. Aber wenn, ist es natürlich wichtig, dass der Support gut funktioniert und dass der Support in Deutsch ist. Und beides ist hier bei AllInkle gegeben. Also, ich nutze diesen, wie gesagt, seit etwa 5 Jahren. Und ich würde dir, wenn du diesen Hoster nehmen möchtest oder brauchst, dann AllInkle Privat Plus empfehlen aus dem einfachen Grunde. Du siehst, du hast hier 5 Domains. Dann kannst du 250 Subdomains und ja, das andere brauchst du alles gar nicht wissen. Entscheidend ist, dass du in dieser Version, mach das mal nochmal zurück hier, dass du in dieser Version, die ist zwar etwas günstiger, 3 Domains würden im Prinzip auch ausreichen, aber du hast hier kein SSL-Zertifikat mit drin in dieser Version in der, für 4,95 im Monat, sondern erst ab dieser. Und dieses brauchst du. Was ist das? Das ist genau dieses hier oben, was du hier siehst, dieses Schloss, was dann zu ist. Ansonsten hast du dort einen roten Punkt oder ein Schloss, das offen ist in rot und der User weiß sofort darunter, wenn er raufklickt, dann steht dann, diese Seite ist nicht uneingeschränkt sicher. Und das möchtest du natürlich nicht haben. Dazu brauchst du dieses SSL-Zertifikat und das gibt es, wie gesagt, erst ab hier, ab dem P-Plus-Tarif, Privat Plus, für 7,95 im Monat und die ersten 3 Monate sind kostenlos. Das brauchen wir. Dann gehen wir mal zurück. Wir brauchen ein WordPress-CMS-System. Dieses ist kostenlos, darum musst du dich auch nicht kümmern. Das übernimmt sofort der Hoster. Wenn du jetzt zum Beispiel dir eine Domain aussuchst, wie sowas funktioniert, ich glaube, das habe ich hier auch schon auf meinem Kanal schon mal gezeigt, wie man eine Domain findet. Und kannst du auch bei AllInkle direkt drin machen, wenn du dich dort anmeldest. Und dann kann man das da drin auch checken. Also du gibst dort in deinem Suchfenster einfach deine Domain ein und gehst dann auf Go oder Los und dann wird gecheckt, ob diese Domain für dich frei wäre. Ja, so funktioniert das. Und wie gesagt, du hast bei AllInkle dann 5 Domains frei. Also deshalb hier auch mal nochmal die 0. Die steht hier, ja. Ansonsten können die auch gerne mal 50, 100 oder mehrere 100 € im Jahr kosten. So, das dazu, dieses WordPress-System ist kostenlos, das übernimmt dann der Hoster, wenn du zum Beispiel deine Domain dort eingibst und dann richtet der das ein. Das dauert ein paar Stunden, eventuell einen Tag und dann kannst du dann zum Beispiel, sieht das dann so aus, dann hast du hier so einen WordPress-Blog, nennt man sich das, nennt man das. Hier lagert alles drauf, was du für deine Domain brauchst. Also zum Beispiel der Webseitenbilder kommt darauf, mit dem du deine Webseiten gestaltest. Ich habe hier noch 2 Mitglieder-Tools drauf, einmal Memberwunde und hier unten, so, wenn wir jetzt mal weiter runter scrollen, habe ich noch Digimember drauf. Moment. Also hier, dann ein Webinar-Tool. Also alles, was man so braucht und natürlich die Plugins, die du brauchst,
um so eine Seite am Laufen zu halten. Ein paar sind es schon, nicht allzu viel. Und auch da sind die meisten eigentlich kostenlos. Deswegen habe ich sie nicht hier mit reingenommen. Ja, hier in dieser Aufschlüsselung. So, das dazu. Dann brauchst du noch einen Page Builder. Ich verwende Optimize Press 3. Das kostet zwischen 99 bis 199 Euro im Jahr. Ich zeige dir auch gleich, welche Version ich nutze. Und so sind wir bei Gesamtkosten. Das war schon. Mehr brauchst du eigentlich bei Gesamtkosten von 150 bis 295 Euro im Jahr. Ich finde, das ist garantiert weniger als die meisten, die das noch sich noch keine Gedanken darüber gemacht haben oder noch unwissend sind, ist deutlich weniger als die meisten denken würden. Ja, damit kann ich im Prinzip mein Online-Business aufbauen. Und jetzt schauen wir uns mal so einen Webseitenbilder an. Ich habe mal für eine gewisse Zeit Funnel Cockpit verwendet. Ist sehr, sehr gut. Der Grund, warum ich es nicht mehr nutze, ist einfach der, es ist auch sehr, sehr teuer. Also, das Tool ist sehr gut. Du kannst damit Funnel aufbauen. Du kannst damit, da hast du sofort eine Übersicht, wie viele Seitenbesucher du hast und auf welcher Seite die waren, woher der Traffic herkommt, etc. Also du hast hier wirklich sehr, sehr gute Möglichkeiten. Wenn wir dann mal aber weiter schauen, und zwar gehen wir mal hier auf Preise, dann kann ich dir das ja mal zeigen. Eigentlich ist es ein sehr, sehr gutes Tool. Ich möchte es nicht schlecht reden, wirklich toll, aber es ist sehr, sehr teuer. Und die Grundversion hatte ich hier, nennt sich hier Lite. Man kann das 14 Tage testen, kostet dann monatlich 47 Euro. Da sind wir locker bei über 500 Euro im Jahr. Und das war nur die Lite-Version. Wenn ich jetzt weiter runter scrolle, dann siehst du, dass hier ein Funnel-Builder mit drin ist, Seitenvorlagen, Videoplayer, Videofunnels und, und. Und ja, du hast einen Mitgliederbereich auch noch. Und das hast du, aber du hast E-Mail-Marketing jetzt zum Beispiel hier nicht mit drinne und kannst nicht Split testen. Und ja, ein paar Dinge fehlten mir dann doch und da hätte ich dann diese Version nehmen müssen für 97 Euro und das war mir dann im Monat, das war mir dann doch deutlich zu teuer. Ganz am Anfang habe ich Elementor genutzt, das möchte ich dir noch mal zeigen auch. Und da habe ich natürlich das Problem, dass ich keinen Funnel-Builder mehr mit drinne habe. Oder zumindest in der damaligen Version. Ich schaue mal schnell hier durch, ob ich sowas hier sehe. Nee, sehe ich hier nicht. Also, einen Funnel-Builder brauchst du, wenn du wirklich automatisierte Verkaufsprozesse erstellen möchtest, mit denen du deine Produkte verkaufen kannst. Also ein automatisierter Verkaufsprozess ist ja nichts weiter als ein Funnel. Und sowas brauchst du definitiv. Ich zeige dir auch gleich nochmal, wie so etwas aussieht, falls du damit noch keinen Kontakt hattest. Und du siehst hier, kannst du, hier hast du sowas nicht dabei. Und gewisse Elemente, die ich zum Beispiel bei Optimize Press 3 habe, die wichtig sind, um verkaufsoptimierte Webseiten zu erstellen, fehlten mir hier auch. Allerdings ist das schon eine Weile her. Vielleicht haben sie in gewisser Weise hier nachgerüstet, aber es kostet 199 Dollar im Jahr. Das ist vom Preis her okay, aber du hast damit auch nur eine gewisse Anzahl an Seiten, die du nutzen kannst. Mehr geht dann nicht. So, und hier oben steht das, 25 Seiten kannst du dann nutzen. Wir gehen mal jetzt, wenn ich mehr haben möchte, und ich kann dir schon mal sagen, das hört sich vielleicht am Anfang viel an, aber es ist nicht wirklich viel. Wenn du ein Funnel aufbaust, besteht der Funnel mindestens aus 3 Seiten, manchmal aus 5, 6 oder 7 Seiten, die hintereinander geschaltet sind, wo der User dann durchläuft durch diesen Funnel. So, wenn du mehrere Funnel hast, bist du ganz schnell bei 25 Seiten. Und wenn du eine Unternehmensseite hast oder noch andere Landingpages, dann reicht das nicht aus. Dann müsstest du hier auf die 100 gehen und dann bezahlst du hier schon 499 Euro im Jahr. Und du hast hier, wie gesagt, noch nicht mal einen Funnel-Builder mit dabei. Alles andere, so hat das Tool gut funktioniert, muss ich sagen. Aber ich bin dann irgendwann umgestiegen auf Optimize Press. Und da sind wir jetzt mal auf der Seite zum Preisvergleich. Es startet bei 99 Dollar im Jahr. Würde ich dir nicht empfehlen. Also es sei denn, du willst es nur ausprobieren, dann ja. Aber du hast da den Funnel-Builder nicht dabei, den du unbedingt brauchst. Und du kannst hier mit unbegrenzt viel Seiten erstellen. Du bekommst dafür 20
Lizenzen. Das heißt, du könntest 20 Domains mit dieser Lizenz ausstatten und auf jeder dieser Domänen könntest du dann Optimize Press integrieren und damit deine Seiten bauen. Ja, also hast du schon mal unendlich viele Möglichkeiten. Die wirst du nie brauchen. Ich habe sogar 30 Lizenzen hier für Seiten und ich nutze, glaube ich, nur gerade mal 5 davon. Mehr brauche ich nicht. Und ich erkläre das auch gleich noch mal ein bisschen genauer. So, ich würde dir diesen empfehlen, denn du hier hast du diese Funnel-Bilder mit drinne. Hier siehst du es. Und du kannst dann hier auch noch ein eigenes Bezahlsystem ist dabei. Das kannst du auch nutzen. Nennt sich Checkouts. Und du kannst damit auch noch Split testen. Das ist auch dabei. Optimize Leads habe ich noch gar nicht mal genutzt. Müsste ich jetzt erstmal nachschauen, was das ist. Und hier hast du Metriken, also im Dashboard drinnen, Analyse-Tools mit dabei. Und ja, das hast du bei den anderen für diesen Preis nicht. Also quasi, ich sage mal, von den dreien, die ich jetzt hier dir gezeigt habe, ist es mit Abstand das günstigste und bietet das beste Paket. So, und jetzt gehen wir mal bei mir ins Dashboard rein von WordPress über die Domain onlinesuccess24.org und hier siehst du jetzt so ein Funnel-Builder. Ja, also das sind vorgefertigte Templates. Du hast insgesamt über 250 Webseiten-Templates, die brauchst du einfach nur aufrufen. Du schaust da rein, gehst in die Bibliothek rein, suchst dir das Template aus, was dir am besten gefällt und kannst es dann komplett ändern, wie du möchtest. Ja, insofern ideal. Und bei den Funnels hast du natürlich auch vorgefertigte Templates. Das ist so eins. Ja, und wenn ich jetzt hier raufgehe, dann kannst du die Seite sehen. Wenn ich jetzt hier raufgehe, kann ich mir die Seite auch nochmal anschauen lassen oder zeigen lassen. So würde die Startseite jetzt aussehen. Das ist alles in Englisch. Das Tool ist auch Englisch und hat aber einen super Support. Kann ich dir auch sagen, denn das ist mir auch immer sehr wichtig, dass ich einen guten, schnellen Support habe. Ich nutze das Tool jetzt insgesamt, glaube ich, 5 Jahre. Und ja, der Support ist natürlich in Englisch, aber mit Google Translate kannst du deine Frage übersetzen lassen und schickst das dann den Support hin. Funktioniert, habe ich schon mehrere Male gemacht und allzu oft brauche ich das nicht. Aber wie gesagt, wenn, hat der Support auch schnell sich gemeldet bei mir. So, das wäre jetzt die Seite, also ein vorgefertigtes Template. Ich kann ja alles verändern, was ich möchte. Dazu muss ich dann halt nur hier in den Editor reingehen und alles, die Farben, die Texte, die Buttons, alles kann ich ändern. Aber ich kann das natürlich so vorgefertigt nutzen und habe dann im Prinzip den größten Teil der Seitenstruktur ist ja schon vorhanden. Ich muss die jetzt nur noch anpassen an meine Bedürfnisse, bringe dann meinen Content rein, also hier meine Texte, meine Bilder, Videos etc., was ich möchte. Passt das farblich an, so wie ich es haben möchte. Und dann geht das innerhalb von wenigen Minuten, ist so eine Seite dann erstellt. Das ist auch der große Vorteil, dass du schon vorgefertigte Templates hast. Die hast du allerdings auch bei den anderen Webseitenbildern, soweit ich weiß. So, wir gehen nochmal in den Funnel rein. So, du kannst dann hier sofort sehen, wenn ich jetzt hier, na, hier ist es noch nicht zu erkennen. Also ich kann das jetzt hier, Funnel Stats bedeutet, kannst jetzt hier die Analyse sehen, was auf dieser Webseite passiert. Hier ist ja noch nichts drauf, ist ja ein Testfunnel, den ich hier gerade erstellt habe. Und du siehst jetzt überall noch 0, aber ich kann dir schon mal zeigen, hier würdest du die Besucher sehen, die einmal drauf sind oder mehrmals drauf sind. Dann siehst du, wenn du jetzt zum Beispiel ein Opt-in-Feld auf dieser Seite hast, da wo man sich mit einer E-Mail eintragen kann, dann siehst du die Eintragungen, du siehst die Rate, kannst damit messen, wie viel sich, also wenn du zwei Seiten testest gegeneinander, dann siehst du, welche Seite besser ist. Das kannst du mit dem Tool hier auch machen, zeige ich dir auch gleich noch. Und die Earnings, da siehst du dann quasi, was du verkauft hast. Funktioniert allerdings jetzt natürlich nur, wenn du dieses integrierte Checkout-System hier nutzt. Ich nutze das noch nicht, weil ich mich bis dahin noch nicht vorgearbeitet habe. Ganz ehrlich, denn dieses Optimize Press 3 gibt es jetzt, glaube ich, ein knappes Jahr oder ein Dreivierteljahr. Und ja, ich habe das noch nicht genutzt, nutze eigentlich noch Digistore als meinen Zahlungsdienstleister, aber irgendwann werde ich das mal machen. Und ja, das ist auch noch mit dabei. Und wir gehen nochmal zurück in den Funnel-Bilder jetzt hier direkt, also in den Funnel hinein. Und dann erkläre ich dir das nochmal kurz. Also du musst dir vorstellen,
Das ist ja jetzt etwas, die Grafik ist ja hier etwas kleiner dargestellt, damit man das hier bearbeiten kann. Das wäre die erste Seite. Hier steht es auch, Sale Page, die hatte ich dir gerade gezeigt. Dann kommt die Checkout-Seite, das wäre dann quasi das Bestellformular oder die Seite, wo das Bestellformular drauf ist. So, gehen wir davon aus, dass hier vorne ein Verkauf stattfindet. Dann kommt er auf diese Seite. Und wenn er jetzt hier gekauft hat, dann kommt sofort die Upsell-Seite. Ein Upsell ist ein Produkt, was direkt nachdem der Kunde das erste Produkt gekauft hat, wird ihm das angeboten. Warum? Ganz einfach. Er hat jetzt gerade das Portemonnaie aufgemacht, ist bereit, hier etwas zu kaufen. Und dann ist es nur noch ein ganz kleiner Schritt, bis er dann, dass er auch dieses zweite Produkt kaufen würde. Natürlich müssen die Produkte aufeinander abgestimmt sein. Das zweite Produkt muss das erste nochmal verbessern, ja, oder zumindest das Problem schneller lösen, was er hat, indem er das Produkt, das erste kauft. Das muss nochmal verbessert werden, sodass er einen deutlichen Mehrwert hat. Dann ist er auch bereit, hier nochmal was zu kaufen. Kauft er nicht, kommt er auf die nächste Seite, sofort wird er weitergeleitet. Da steht dann drauf, hier jetzt kaufen oder nein, danke. Geht er auf nein, danke, landet er auf diese Seite. Und hier kann ich ihm jetzt das gerade angebotene Upsell-Produkt nochmal mit einem Rabatt anbieten. Oder ich packe noch ein zweites Produkt dazu, damit das Ganze nochmal attraktiver wird und kann so quasi einen verloren gegangenen Kunden hier, der hier jetzt vielleicht abgesprungen wäre, den kann ich noch kriegen hier. Ja? Und sowas kannst du nur mit einem Funnel machen. Das geht nicht mit einer einfachen Webseite oder so. Funktioniert das nicht. Deswegen siehst du ja hier die Linien, die Seiten sind miteinander verbunden. N steht für Nein und hier steht Y für Yes. Wenn er gekauft hätte, kommt er nicht hier lang, sondern landet dann hier, wo seine Bestellung dann nochmal draufsteht. Ja, und alle Schritte siehst du, wie viele Besucher kommen und wie die Conversion ist, sodass du auch dann im Nachhinein immer nochmal nacharbeiten kannst. Wenn du siehst, dass zu wenige Leute das Upsell-Produkt kaufen, dann musst du hier auf der Seite was ändern oder an dem Produkt etwas ändern. Und genauso kannst du hier jeden Schritt danach vollziehen und dann immer an jedem Schritt etwas optimieren. Du kannst den Funnel auch hier noch weiterbauen, das geht auch. Und so etwas hast du in den meisten Templates oder in den meisten Webseitenbildern nicht mit drin oder wenn nur für viel, viel Geld. So, und du kannst jetzt hier nochmal, wenn wir jetzt mal nach oben scrollen, so, dann kannst du hier draufgehen und kannst hier einen Split-Test erstellen. So, dann kommen wir hier rein. Und das ist jetzt hier die erste Originalseite, die ich ja vorhin auch gezeigt habe. Also hier die Sales-Page, diese hier. Und die kann ich jetzt hier bearbeiten, indem ich jetzt hier reingehe in den Page-Builder und kann dort alles ändern. Oder ich kann sie dann, wenn sie fertig ist, klonen und würde jetzt auf der zweiten, also dann würde, Moment, hier steht Clone Original, dann wird die Seite geklont. Erscheint hier und dann kannst du zwei Seiten gegeneinander testen und du siehst dann genau, welche Seite besser läuft. Ja, und kannst dann immer ein Element ändern, zum Beispiel die Headline oder das Video, den Button, die Hintergrundfarbe, irgendwas kannst du immer ändern und kannst die Auswirkungen dann sofort sehen, nachdem dann mehrere Leute wieder auf deiner Webseite waren. Dann siehst du wieder, ob sich das Verhältnis geändert hat oder ob die erste Seite dann besser wird dadurch und wie auch immer. Sowas etwas brauchst du unbedingt, um den Funnel zu optimieren. Ja, ist hier auch mit drinne. So, und jetzt gehen wir noch kurz in die Templates rein hier, ins Dashboard. Dann zeige ich dir mal hier. Und zwar, nein, das ist nicht richtig. Hier sind die Funnel drinne von mir. Hier, Create New Funnel, da müssen wir hin. Da sind die Templates. Und wie du siehst, hast du hier die ganzen Funnels schon nach Themen geordnet. Also hier List Building Funnels, das sind Funnels, wo du mit Kontakte sammeln kannst, Sales Funnels, wo du Verkäufe machen kannst und Event Funnels, wo du Events verkaufen kannst, Webinar Funnel, sind hier also verschiedene Sachen drinnen. Dann siehst du hier drunter alles, was dazu ist, nochmal extra. Wenn ich jetzt auf Sales Funnel gehe, dann kommen die nächsten und jetzt gehen wir mal einfach mal rein hier in irgendein Funnel, um dir das zu zeigen. Klicke ich mal hier drauf. Und dann werden die Funnel-Templates geladen. So sehen die aus. Ich kann mir die jetzt hier anschauen und die meisten Funnels sind dann nochmal, hier steht drunter Select Design, dann gibt es die in verschiedene Designs. Du siehst hier immer nur das erste. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, müssten dann eigentlich die nächsten Designs zu diesem Funnel kommen jetzt. Genau.
Du siehst, hier sind die in verschiedene Designs, Farben und so. Da kannst du das dann aussuchen, so wie du möchtest. Du kannst dann hier auf Preview gehen. Gehen wir mal hier rauf. Und dann siehst du, wird diese Funnel jetzt geladen und du kannst durch den Funnel mal durchschauen. Ja, hier ist die erste Seite und du siehst, hier geht es um einen Verkauf mit einem, ja, mit einem Rabattcode oder mit einem Rabatt, nicht Code, sondern mit einem Rabatt angeboten, das Produkt. Und wenn ich jetzt so weiter runter scrolle, dann müsste jetzt eigentlich, Moment. Ah ja, so ist es. Der Funnel besteht jetzt hier nur aus zwei Seiten. Das siehst du jetzt hier daran. Das ist die erste Seite. Und wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann kommt jetzt hier die zweite Seite zu diesem Funnel. Ja, da musst du schauen. Manche Funnels sind einfach nur mit zwei Seiten oder drei Seiten. Aber ich habe dir ja schon einen gezeigt. Die Funnel-Vorlage ist ja letztendlich auch hier raus gewesen mit fünf verschiedenen Seiten. So funktioniert das. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, wenn du nur normale Webseiten erstellen möchtest, dann kannst du das hier auch machen. Das ist bei der Version für 199 Euro alles mit dabei. Dann kannst du natürlich auch hier eine Seite erstellen. Und hier hast du, ich weiß nicht, über knapp 300 Templates, die du hier nutzen kannst. Ja, und hier sind die Themen genauso schon geliefert. Du kannst hier eine Landingpage bauen, du kannst dir den Funnel selber bauen, aber dann musst du das alles selber verlinken. Das ist kostet viel, viel mehr Zeit. Ich nutze das hier nur noch selten, sondern nutze meistens den Funnel-Builder. Aber ich will dir das mal zeigen. Du lädst das hier, wählst dann das aus, ganz einfach. Nehmen wir mal diese Seite hier, die wähle ich jetzt aus. Use this Template. Dann musst du der Seite einen Namen geben. Ganz einfach. Hier geben wir einfach mal Fitness ein, steht schon da bei mir, und gehe auf Create Page. Dann wird jetzt die Seite im Template geladen. Das dauert einen Moment und dann hast du die Möglichkeit, alles an dieser Seite zu ändern, so wie du es haben möchtest. Ja, ob das das Video ist, ob das die Buttonfarbe ist, die Buttonform, ob die Headline. Und ich möchte dir noch kurz zeigen, dann sind wir hiermit eigentlich soweit fertig. Zeigen, wie du hier die Seite schnell verändern kannst, welche Möglichkeiten du hast. Du kannst hier ein Overlay-Pop-up machen. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel jetzt auf einer Landingpage dich befindest, hast du vielleicht schon mal gesehen, und du gehst mit der Maus nach oben und willst die Seite verlassen, dann erscheint hier ein Fenster und steht: Stopp, warte noch. Dieses Produkt bieten wir dir jetzt nochmal mit 10% Rabatt an. Oder da steht: Dieses Produkt ist kostenlos. Trage dich jetzt ein oder ähnlich. Du hast sowas garantiert schon mal gesehen. Und sowas kannst du hiermit auch machen. Du kannst alle diese Seiten, ich muss mal festhalten, dass es jetzt hier extrem langsam lädt. Warum, kann ich jetzt nicht sagen. Es könnte daran liegen, dass ich mit der Bildschirmsoftware gerade dieses Video aufnehme. Dann machen wir das mal vielleicht anders. Und gehen wir mal schnell, im Moment, wir machen das anders. Gehen wir mal schnell hier nochmal rein ins Dashboard. Und ich guck mal, nee, lädt noch nicht. Liegt bestimmt daran, dass ich mit der Software jetzt aufnehme. So, dann gehen wir mal hier auf eine Seite von mir, alle Seiten. Und das wollte ich vorhin noch erzählen zum Hosting. Du kannst hier, schau mal hier, ich habe über 317 Seiten hier veröffentlicht. Also hier gibt es keine Seitenbegrenzung, wie es zum Beispiel bei Elementor war mit 25 Seiten, wo ich sagte, die hast du schnell erreicht. Ich habe hier insgesamt 317 Seiten, die hier drauf lagern. Da sind mehrere Produkte mit Mitgliederbereichen natürlich drauf. Deshalb sind das so viele. Also es gibt hier keine Begrenzung, beziehungsweise ich habe noch keine festgestellt. So, dann gehen wir jetzt schnell mal in den Optimize Press 3 Bilder rein. Suche ich mal eine Seite raus. Wir gehen einfach in die Testseite rein und gehen hier auf Edit Optimize Press. Das ist jetzt nichts anderes, als wenn ich das hier geladen hätte. Ich hoffe, dass es hier funktioniert. Ja, hier geht's. Schauen wir nochmal auf die andere Seite. Nee, geht nicht. Also bleiben wir jetzt auf dieser Seite. Und gleich wirst du diese Testseite mal sehen. Und dann kann ich dir noch zeigen, was man da so alles machen kann. Und dann sind wir mit diesem Video fertig. Und dann weißt du, was du alles brauchst, um ein Online-Business zu erstellen, mit dem du dann Produkte verkaufst. Denn ohne
einen richtigen Verkaufsprozess, den ich dir gerade gezeigt habe, wird das nicht wirklich funktionieren. Einfache Webseiten funktionieren eher nur noch schlecht. Und wenn da nicht ein richtiger Funnel dahinter steht, funktioniert das Ganze sowieso gar nicht, weil die User nicht beim ersten Mal kaufen. Sie brauchen mehrere Kontakte und die kriegst du nur über, indem du die durch den Funnel durchführst, dass sie dann langsam Vertrauen zu dir haben und dann irgendwann ein Produkt kaufen. Ich mache das normalerweise so, dass ich auf der ersten Webseite ein Produkt kostenlos anbiete, ein E-Book, einen kleinen Videokurs, um an die E-Mail-Adresse ranzukommen. Dann wird das Ganze nochmal mit einer E-Mail-Software, wird die integriert in die Seite und ich kann die quasi den User dann noch E-Mail schicken, wenn er nichts kauft. Und wenn er dann die E-Mail-Adresse eingetragen hat, findet sich bei mir auf der Dankeseite schon das erste Produkt, was ich anbiete, ein ganz kleiner Kurs meistens für 9 €. Und hier mache ich schon die ersten Verkäufe und dann wird er weiter durch diesen Funnel durchgeführt. Oh, das dazu. Und jetzt gehen wir mal hier. Hast du hier die ganzen Elemente? Die kannst du hier aussuchen. Alles, was du brauchst. Also hier Opt-in-Felder. Ziehen wir mal eins rein hier schnell. So. Schauen wir mal. Ein Opt-in-Feld. Wo war das? Hier. Okay. Das ziehe ich dann einfach rüber und lass dann die Maus los und dann wird das hier integriert und du siehst, ich habe sofort ein Opt-in-Feld drin. Dann erscheinen hier die ganzen Opt-ins. Also ich kann jetzt hier raufklicken und dann kann ich alles bearbeiten, was ich möchte. Gehe ich jetzt hier rauf, dann kommen hier noch andere Buttons. Ich kann jetzt die Buttonfarbe ändern und ich kann auch andere Buttons mir hier aussuchen. Ja. Wenn ich nur einen Button haben möchte, geht das auch. Da habe ich eine viel, viel größere Auswahl als jetzt hier noch. Dann ist da, ich glaube, da sind 50 oder ähnlich viele Button in verschiedenen Formen und Farben drin. Also extrem. Dann kannst du zum Beispiel hier ein Overlay erstellen. Das Overlay ist das, was ich gerade erklärt habe. Und dieses Pop-up, wenn man hier oben mit der Maus drüber geht. Damit kann man dann nochmal Kunden animieren, doch sich bei der auf der Seite einzutragen oder das Produkt mit einem Rabatt doch zu kaufen und solche Sachen. Dann kannst du Timer einbauen. Zum Beispiel hier. Schauen wir mal. Wo haben wir denn? Hier, Countdown Timer. Einfach mal draufklicken, rüberziehen. Sowas mache ich meistens, dass ich das über das Opt-in-Feld mache. Und dann erscheint hier ein Timer, der dann runterläuft, so dass der User halt denkt, er kann, hat jetzt nur noch so und so viel Zeit. Die Zeit kannst du hier übrigens selber einstellen. Du kannst auch bestimmen, was du danach machen möchtest. Soll der Timer dann bei null bleiben? Soll er dann nach einer gewissen Zeit, nach einer halben Stunde meinetwegen wieder von vorne anfangen? Oder soll der den User dann auf eine andere Webseite leiten? Das kannst du alles machen. Und hier drüben kannst du dir quasi die Designs auswählen, die du möchtest. Und hier oben in dem Editor kannst du dann auch die Stunden und die Tage und alles bearbeiten. Was haben wir hier noch? Ich schließe das mal nochmal und mache hier oben neue Elemente. Ich zeige dir jetzt bewusst Dinge, die alle verkaufsfördernd sind. Ja? Das sind Dinge, die du nicht bei allen Webseitenbildern hast, aber Dinge, die du unbedingt brauchst, wenn du heute wirklich etwas im Internet verkaufen möchtest. Es ist nicht mehr so einfach wie vor 6, 7 Jahren oder vor 10 Jahren. Heute musst du ja schon ein bisschen mehr einfallen lassen. Du hast hier zum Beispiel auch Ratings drinne, wo du zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel einen Kurs hast, dann kannst du dir, und du hast schon, sagen wir mal, du hast jetzt schon einige E-Books verkauft auf deiner Seite und die meisten User haben dir ein positives Feedback gegeben, dann kannst du das hier zum Beispiel so einstellen. Ach nee, das ist jetzt nicht. Also im Normalfall sind immer 5 Sterne. Hier unten kann man das machen. Und dann gehst du meinetwegen, die meisten waren zufrieden, haben dir ein positives Feedback gegeben, dann gibst du 4,5 Sterne. Und hier drüber wäre jetzt so dein E-Book oder dein Videokurs, den du kostenlos geben möchtest oder verkaufst. Dann kannst du das nochmal hier nochmal ein bisschen unterstreichen damit. Geht auch. Muss dann halt immer nur hier auf Save gehen. Was haben wir noch hier? Was wichtig ist, du kannst zum Beispiel Google Maps einbinden. Wenn du eine Unternehmensseite baust, dann kannst du Google Maps hiermit integrieren, wo dann zu sehen ist, wo dein Standort ist. Das geht. Was haben wir noch? Du kannst hier verschiedene Trust-Elemente einbauen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was das jetzt hier ist.
weil ich das, glaube ich, noch gar nicht genutzt habe. Schauen wir mal. Ach ja, doch, ist klar. Garantieelemente, Trust-Elemente, ja, das nutze ich auch öfter. Und zwar dann, wenn ich zum Beispiel ein Overlay mache hier oder ganz unten auf der Seite, wo ich dann erkläre, wo es dann auf der Verkaufsseite ist, wo dann ist, dass er eine 14-tägige Rückgaberecht hat und ähnliche solche Dinge. Die kann man jetzt hier auch alle bearbeiten dann. Und ja, wie gesagt, hier sind sehr, sehr viele Elemente drauf, die du nutzen kannst. Und gehen wir nochmal ganz zum Anfang zurück. Ja, wie gesagt, viel brauchst du hier nicht. Die Basis für dein eigenes Online-Business und hier nochmal der Kostenüberblick. Also nochmal fassen wir zusammen die Domain bis 20 Euro im Jahr etwa. Wenn du All-Inkle wählst, diesen Hoster, dann hast du die ersten 5 frei. Damit kommst du schon mal sehr, sehr weit. Eine Domain ist immer quasi das, was hier oben steht. Hier. Und damit hast du unendlich viele Subdomains. Das heißt, alles, was hinter dem Slash kommt, dann, wenn du zum Beispiel deinen Seitenverlauf hast, dann hast du ja mehrere, dann heißt ja die Domain vorne online-success24.org und dahinter ist dann die restliche Domain, die Subdomain beschreibt dann die Funnelseite. Ja, das kostet nicht extra, sondern immer nur diese Domain ist gemeint. Ja, so, Moment, hier waren wir. Dann nochmal der Webhoster 7,95 würde ich dir empfehlen. Da ist dieses SSL-Zertifikat, also hier oben dieses Schloss mit drinne. Und dann auch nochmal WordPress ist kostenlos und der Page Builder hatte ich dir erklärt, kostet 199 Euro steht hier. Ich glaube, das sind Dollar. Das heißt, in Euro sind es glaube ich 100 in die 70er. Ja, ist jetzt hier ein kleiner Fehler von mir. Ist in Dollar. Also ist es noch etwas günstiger, so dass wir in etwa bei 150 bis 295 maximal Euro im Jahr landen. So, alles, was ich dir hier erklärt habe, findest du natürlich auch hier drunter in der Videobeschreibung. Also den Zugang zum Hoster und auch den Zugang zum Page Builder habe ich hier verlinkt. Und wenn du Interesse hast an Online-Marketing, dann kannst du dir auch hier meine Online-Marketing-Masterclass sichern. Die kostet normalerweise 199 Euro einmalig. Das ist ein Komplettkurs, mit dem du alles das, was ich hier beschrieben habe, drin ist. Also du kannst damit ein komplettes Online-Business aufbauen, von der Projekterstellung bis zum fertigen Business und auch mit mehreren Vermarktungsstrategien, die sind auch dabei, sodass du dein Produkt auch verkaufen kannst später. Ich biete dir jetzt an, nicht 199 Euro den regulären Preis, sondern ich gebe dir hier den Link darunter. 1 € für 14 Tage bekommst du einen Testzugang, kannst alles ausprobieren, wenn du möchtest. Dann wären nochmal 148 Euro fällig und der Kurs gehört dir. Du merkst, ich habe dir da nochmal einen Rabatt reingegeben von 50 Euro. Und wenn du nicht möchtest und du sagst, das ist nichts für mich, dann reicht eine E-Mail aus, ohne Angabe von Gründen und du stornierst die ganze Sache wieder. So, das war's. Ich hoffe, ich konnte dir in diesem Video wieder ein paar Insider-Informationen geben oder ich konnte dir wenigstens zumindest etwas weiterhelfen. Es wäre schön, wenn dir das Video gefallen hat, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst oder den Kanal abonnierst oder die Glocke aktivierst.